Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Starstäble Online. Wir machen eigentlich Postfolge. Gucken nur gerade, hier ist noch die Freya und die Lola und die Mira und die Lena und die Adeline. Und ich gehe mir jetzt noch das Pferd holen und werde mir meine Stallhilfe verlängern lassen. Weil die sonst nämlich abläuft und außerdem muss sich hier jemand um Moneyball kümmern. Und ich muss mal meine Pferde wieder leveln. Ich muss mal ein paar Rennen machen. Auf jeden, Alter. Racing Time. Stallhilfe? Ja, ja, ja. Kosten wie viele Tage? Ah, 0 Tage übrig. Ja, das passt ja gut. So. Erstmal Stallhilfe gekauft. Du hast ein Stallmädchen beauftragt. Blah. Ich habe ein Stallmädchen beauftragt. Ich glaube, ich nehme mal hier Love Master. Oder? Ich glaube, ich werde mal ein bisschen Love Mastern. Love Master, los! Spread love for everyone and everywhere, yeah! Boot, 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 Love Master in the house, yeah! Und jetzt flüchten wir. Ach, guck mal, da läuft ein Pferd frei. Warum läuft ein Pferd frei rum? Warum ist das so? Ich guck mal, ob ich sie abhängen kann. Gemerkt, dass ich hier reingeritten bin? Ich glaube ja. Ah, die sind schneller als ich, verdammt. Die sind schneller als ich. Ah, verdammt, jetzt bin ich angeeckt. Schon wieder, da kann man nicht schön im Kreis rennen. Warum kann man denn nicht schön im Kreis rennen? Was soll der Scheiß? Ich will im Kreis rennen. Schau, das geht nicht. Man eckt hier immer an. Das ist total bescheuert. Ich will ja einfach nur im Kreis rennen. Mann, ey. Versteck mich einfach hier in Pier Snowdown. Keiner sieht mich. Hab mich versteckt. Ach, verdammt. Ich hatte mich doch so gut versteckt. Ich hatte mich so gut in Pia versteckt. Aber nein. Es hatte nichts gebracht. Warum auch immer man überall hängen bleibt, verdammte Kacke! Scheiß Spiel! Nee, okay. Keine Zeit hierfür jetzt, hier rumzualbern. Also kommt mit. Girls, los, auf geht's. Mir nach. Oder nee, warte mal. Doch, kommt schon. Komm, wir gehen nach Silverglade, ins Pferdesportcenter, wir gehen ins Star hier, wie heißt denn das? Ins Pferdesportcenter, Silver Dings, ja! Das war Weingut, da, ins Weingut. Denn da ist es gut, wenn man da weint, man gut im Weingut. Ja, das ist schon gar nicht so falsch da in diesem Weingut. Ja. Macht schon Spaß, ne? Das Weingut. Schweine. Da kann man auch mal. Kann man schon mal hin. Das Weingut. Ab und zu. Sollte man, oder? Kann man da hin? Ich weiß nicht. Ich kann. Ach so, nein. Ich wollte ja gar nicht rein. Ich wollte eigentlich zum Postkasten. Wir wollten ja eine Postfolge machen, liebe Leute. Wir wollten ja ein bisschen Postfolge machen. Ich habe den Globalchat verlassen. Sollen wir im Globalchat bleiben? Oder sollen wir aus dem Globalchat raus eitern? Wir eitern mal hier draußen rum. Der Postkasten ist nämlich wieder voll. Und damit ihr alle wieder schreiben dürft, leere ich jetzt mal wieder den Postkasten. Violet Waterberg schreibt, hi, Peggy, hier wieder deine Videos. Du bist Hammer, dankeschön. Ich freue mich immer, deine Videos zu gucken. Wann eröffnest du deinen Club wieder? Ich weiß noch nicht. Und ich wollte fragen, ob ich deinen Club darf. Ja. Oder auf deine Liste. Ja, Mann. Also, guck doch bitte auch mal meine Videos. Ich habe gehört, viele kommen mit meiner direkten Art nicht zurecht. Dass ich auch mal sage, wenn mir was nicht passt und mich auch mal beschwer, wenn jemand mir die 30.000. Mal dieselbe Frage fragt. Es tut mir leid, aber so ist es halt. Kommt mal klar auf die Realität, meine Lieben. Nein,
Ich bin ja nicht böse gegen irgendjemanden. Ich mag euch alle wirklich sehr und ich bin dankbar für jeden Abonnenten. Aber kommt, seid doch mal ehrlich. Dieses ganze Rumgeseiere und Rumge... Oh ja, oh, das ist so toll und oh nein, ich bin immer lieb und so. Das nervt doch auch. Man muss doch auch mal ein bisschen mal auf den Tisch hauen und mal sagen können, nein! Oder? Mal so ein bisschen Ehrlichkeit, Leute. Das... Oder... Okay, wir beruhigen uns alle wieder und hören auf, das Mikrofon zu fressen und lesen weiter Violets Brief. Ich bin sehr gemellig, Fiona uns gerade befreundet. Ich glaube, das hat jeder schon... umgehen, das allein größte Du bist einfach wow. Vielen Dank. Ich bewundere dich wirklich sehr für alles, was du tust. Das ist süß, liebe Violet. Und die Frage mit dem Club und sowas habe ich jetzt, glaube ich, schon 3 Milliarden Mal beantwortet. Und das guck halt einfach eine der Postfolgen an. Und in jeder Postfolge, glaube ich, wird diese Frage beantwortet, wann und wie ich den Club wieder öffne. Stacy Mistrod ist anscheinend langweilig. Hallo, 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 hallo. Sag den Zuschauern Hallo von mir. Das hast du gerade selber getan, liebe Stacy. Wenn du das gemacht hast, dann aber erst dann weiterlesen. Tschüssi, 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 tschüssi. Sag den Zuschauern mal Tschüss von mir. Und bis zum nächsten Brief. Ja, wir freuen uns schon alle auf den nächsten Brief, liebe Stacy. Ja, ja, wir freuen uns wirklich sehr. Ganz toll. Maggie Southbell. In Caps. Also ungefähr hat so hat's gemeint. Hey, Peggy, bist du auf Server 2? Dann antworte GF Alex, du bekommst so viele Nachrichten, machst nur ein Video voll Öde. Wer bist du überhaupt? Das Mann, der schimpft vor der so schöne Mandy. Was? Okay, nochmal. Sie schreit auf jeden Fall. Warte mal. Bist du Server 2? Dann antworte gefühligst. Du bekommst so viele Nachrichten, machst nur ein Video voll Öde. Wer bist du überhaupt? Ein Mann, der Schimpfwörter zu ne schöne Mandy. Zu eine schöne Wendy. Ha, ja, ja. Denkst, glaub ich, wär blöd. Das bin ich nicht. Eine Violetta Mistblanket. Schreib dir die ganze Zeit. Hast völlig anzuworten. Ich bin stinksauer auf dich. Ich möchte nicht, dass du so blöd bist. Alle sagen's friedlich. Du super gemein. Okay. Das muss ich mal... Mal Screenshots machen. Maggie Southbell. Dieser Brief... Das ist... Das ist echt schon ziemlich lustig. Maggie. Das ist schon... Ja, ich bin sehr gemein. Weil ich nicht den ganzen Tag Zeit habe, meinem vollen Postkasten zu antworten. Ja, das... Naja... Ja, das ist schon, ganz schön fies, der Peggy. Danja Spiderfoot. Hi, Peggy. Deine Videos sind der Hammer. Danja, wir kennen uns doch. Wir haben schon oft geschrieben. Also du brauchst doch nicht... Also ich weiß, dass du meine Videos magst, oder? Oder? Ich meine, Danja, die kommentiert ja schon oft und schreibt viel Post. Also, hey. Aber, dankeschön. Hi, Peggy, deine Videos sind der Hammer. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich deine Videos gucke. Das ist sehr lieb. Ich finde es voll toll, wie deine Stimme... Der Figur in SSO die Stimmen verstellst. Ich muss bei immer lachen. Einmal bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ah, das ist auch echt lustig, Dunja. Das hättest du mal lieber filmen sollen. Aber mit lieben Grüßen, deine Dunja. Dankeschön, dein Dunja. Ist Dunja ein Kerl? Dunja Spiderfoot, meine Lieben. Dunja, danke für diesen Stacy Mistrose. Ah, letzte Welle. Hallo, Peggy. Hallo, alle zusammen. XD, ich habe keine Ahnung, warum, aber warum. XD, BBB. Dann ist es. Dankeschön. Stacy, deine Briefe, Stacy, sind Gold wert. Selina Bigbroke, die Seele, schreibt, Love Master Style Forever. Herzchen. Love Master, hat dich lieb, Perky. Bis dann. Oh, Love Master hat mich lieb. Danke, Seele. Big Brook. Luna Dolmeckgarden schreibt, ach, die Luna Meckgarden, die Luna. Lieber Peck, ich finde es schade, dass du ehemalige Dolphins vergessen hast. Was? Ich finde es schade, dass einige der ehemaligen Dolphins vergessen hat. Naja, deine Videos sind immer cool. LG, ehemaliges Dolphin-Kind Luna. Okay, Ich finde es schade, dass einige der ehemaligen Dolphins vergessen hat. Was ist mit... Also die ehemaligen Dolphins haben vergessen, oder was? Ich verstehe nicht die Frage. Das ist kein Deutsch.
Also wenn die ehemaligen Dolphins den Dolphin Club vergessen haben, dann ist das ja schade. Wenn du das meinst, liebe Luna. Ich weiß es nicht, was du meinst. Dann lese doch bitte den Brief nochmal vorher, bevor du ihn wegschickst, damit man ihn dann auch versteht. Stacy schon wieder. Mein Account wurde gehackt und jetzt bin ich nicht mehr in den Fischis. Ja, klar, gehackt. Klar. Gehackt. Klar. Ha! Gehackt. Eine Sache noch. Kannst du Layla Greypie von mir Hallo sagen? Ja, Greypie. Layla Greypie, hallo. Stacy Mistroad und Perky grüßen dich. Einen schönen Tag. Von wegen gehackt. Lea Gladestorm, hallo. Ich finde deine Videos geil. Dankeschön. Jetzt, wo du mal wieder on bist, wird mir erzählt, du drehst gerade. Ja, ich drehe. Ich drehe total durch. Wegen dem Brief von wegen, ich bin so böse. Oh, ich bin so ein böser, böser, gemeiner Peggy. Weil ich so viele Nachrichten bekomme und auf keine antworte. Nur in so einem Video. Was ja voll blöd ist, weil... Weil das voll blöd ist. Elsa Dierleck, hallo. Ich wollte dir mal sagen, wäre cool, wenn du antwortest. Wenn du in deinen Club wieder aufmachst, dürfte ich dann da rein mit meiner BFF Lena. Okay, ich weiß nicht, auf was ich antworten soll. Und ja, und ja. Und wann ich ihn aufmache, habe ich gerade schon gesagt. Keine Ahnung. Okay, Stacy scheint meinen kompletten Postkasten zu belegen. Warum hast du ein SSO eigentlich, Mandy Masterdaughter? Ja, das schau dir die erste Folge an, dann weißt du's. Warum machst du eigentlich alle Quests beim Aufnehmen? Weil ich dachte, ihr findet das interessant. Okay, dann filme ich einfach nur noch, wie ich so blöd in Silverglade rumstehe, wenn euch das besser passt. Ihr könnt euch bei Stacy Mistroad bedanken. Schreibt mal hier ins Kommentarfeld, danke Stacy Mistroad. Quatsch, macht nur Spaß. Also ihr könnt es natürlich reinschreiben, aber nur mit so einem Zwinker-Smiley, weil Spaß ist. Wir machen doch immer Spaß. Ne, wir, du, ich, also wir hier, wir, die Peggy-Fans sind doch, wir sind doch ein lustiger Haufen, oder? Seid ihr so mehr also aggro? Ja, seid ihr schon so ein bisschen fies und gemein? Seid ihr schon so ein bisschen böse und aggressiv? Ja? Nein, ihr seid doch alle flauschig, oder? Komm, gib's doch zu. Warum schreibe ich dir so viele Briefe? Das weiß ich nicht, Stacy. Das weiß ich, das weiß ich nicht. Shane Fogwood. Shinne Fogwood schreibt. Ich bin dein allergrößter Fan. Ist das ein Knutsch-Smiley, so ein Bussy-Face? Bussy-Face. Ich liebe deine Let's Plays, Kawaii. Ich möchte auf deine Liste. Auf deine Fliste, aber sie ist voll. Trauriges Smiley. Jetzt habe ich dich auf SSO begegnet. Yippie! Du bist der allerbeste, Kawaii-Face. Deine Videos sind immer cool. Dankeschön. Bester YouTuber ever, ever, ever. Raute, Raute. Dankeschön, liebe Cheyenne. Nein, Shinne. Shinne. Shinne, Shinne, Shinne. Shinne, Shinne, Shinne. Wie macht der Rennwagen? Shinne, Shinne. Nein, also. Warum schreibt sie nochmal? Hi, Pecolino. Ich liebe deine YouTube-Videos über alles. Du bist der beste ever, ever, aber. Ich finde es echt cool, dass du den Leuten noch so eine Stimme gibst. Ah ja, finde ich auch cool. Ich muss immer mindestens einmal lachen. Das ist lieb. Beste YouTuber ever, ich möchte auf deine Freundesliste, aber sie ist voll. Immer noch. Oh, trotz zweitem Brief ist immer noch meine Freundesliste voll. Ja, das ist dramatisch. Egal, habe dich jetzt einmal getroffen, mach weiter so. Fogwood. Ja, schöne. Schöne Briefe schreibst du da. wir sehen uns in der nächsten Shin-Post-Folge. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Oh nein.